Willkommen zurück zur letzten Folge Skyrim für diese Woche. Puh, wir sind immer noch im Labyrinthtüren unterwegs und ja, haben jetzt diese komischen geisterhaften Draugre gekillt. Und gehen jetzt zur Tribüne. Tribüne war richtig. So, wir haben die eine dunkle Maske da. Wir haben die eine grüne, glaube ich, auch. Die grüne haben wir, glaube ich, auch schon, die grüne Maske. Die Masken will ich ja auch noch alle sammeln. Stimmt. Mann, ich will so viel machen, Skyrim. Okay, also das ist nun lächerlich, wer das nicht erkennt. Ah, das wollte ich nicht. Flupp. War jetzt dumm, dass ich mich heilen wollte. Ein Kriegshund vor allem. Was soll denn ein Kriegshund sein? Den habe ich ja vorher auch noch nicht so in echt gesehen, den Kriegshund. Ah, so. Okay, den sieht man auch schon wieder vom Weiten. Flieg, Ektoplasma, flieg. Beständiger Schutz, okay. Brauche ich das denn jetzt? Ah ja, für die Feinde. Wow, wow, wow. Wow! Ich habe nicht gespeichert. Oh nein, wo bin ich hier? LOL! Och nö, ey. Oh Mann, ey, ist das scheiß Ernst. Ich renne da jetzt einfach durch, scheiß drauf. Ich renne da jetzt durch. Ja, ich weiß, ich vergesse dann das ganze Gold und alles Mögliche, aber ganz im Ernst, ist mir so kackegal gerade. Ja, hier Alien-Drache. Ah, dein Maul, Mann. Ja, das Wetter, wir haben es ja verstanden, Mann. Ja, Frostgeist, tschüss. Okay. Schnell weg hier. Seid ihr zurückgekehrt, Arne? Nein, bin ich nicht. Penner. Obwohl, die Truhe nehme ich noch mit. Die zwei Truhen da. Die waren gut. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Aber jetzt der ganze Rest, alles jetzt hier von wegen, ja, da war vorher ein Diamant drin. Obwohl, nee, der war ja hier drin, glaube ich. Ja, geht auch. Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden konntet? Wo ist denn der scheiß Treu jetzt hin? Oh! Ja, Trollfett nehme ich nochmal mit, aber wirklich den ganzen anderen Scheiß. Oh, makelloser Amethyst, glaube ich, war das. Nur noch einmal werdet ihr versagen. Komm, mach. Jetzt kommen die Viecher hier. Oh, es tut mir so unglaublich leid, ey. Ich kann nicht mal meine Ebenerzrüstung machen. Obwohl die Ebenerzrüstung mich jetzt leveln würde, aber ich mache das gleich, wenn ich jetzt hier
neu lade, quasi. Hat er euch gewarnt, dass eure eigene Macht euer Verderben sein würde? Dass sie nur dazu dienen würde, mich zu stärken? Hier war man zum Beispiel gar nicht. Wo ist Ilvani? Sie war direkt hinter mir. Gut. Irgendwas hat sie von hinten. Kommt, seht eurem Ende entgegen. Kommt denn der jetzt auf einmal her, ey? Der war vorher woanders. So, ich baue mal meine Ebenerzrüstung. Haut. Nein, jetzt habe ich das nicht mal geendet. Oh, Mann. Oh, Gott. Das ist wirklich fail hier gerade. Lasst mich durch. Ah. Oh. Okay, Tribüne. Ich werde dann mal hier kurz dann speichern. Ja, war jetzt ein bisschen blöd an sich. Aber ihr wollt das auch alles nicht sehen und ich will jetzt nicht cutten, weil dann dauert das alles noch länger für mich. LOL. LOL. Die kommen einfach alle hinterher. Das ist jetzt richtig mies. Das ist richtig mies, ist das. Fuß, Roda! So. Muss jetzt warten. Düpp, 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 düpp. Der bleibt doch da, das ist voll gut. Voll nett von dem. Na gut, dann loote ich die jetzt doch nochmal. Alter, wie die alle hinterher kamen, ey. Ich glaub's nicht, ey. Knochenmehl vor allem. Ektoplasma eigentlich. Wieder mal dumm von mir, das Schild mitzunehmen. Yay. So, ist jetzt auch egal. So, dich kill ich. Fuß, Roda! Haha, wie der geflogen ist, ey. Oh, da ist noch irgendwas. So, jetzt schnell noch die Truhe holen und dann speichern. So, schnell speichern. Puh. Oh, beständiger Schutz ist jetzt weg. Okay, ich glaube, hier bräuchte ich Schnellheilung. Man kann es auch mit beständigen Schutz schaffen. Klar, deswegen ist es ja auch da. Ich kann es auch ganz einfach so machen. Fuß, Roda! LOL! So geht es nämlich auch mit Fuß, Roda. Weil dann fliegen nämlich die Dings Steine weg. Die Seensteine. Du bekämpfst mich nicht. Siehst du? Sag ich doch.
Schaffst du nicht. So, jetzt spielen wir ja nochmal weiter. Wenn jetzt hier nichts mehr ist, glaube ich. Okay, diesmal wollte er einfach nur atmen, okay? Ich wollte die Totenschädel nicht mitnehmen. Mann, was soll ich mit den Totenschädel bitte? Wo ist denn der? Da. Weg mit dem Müll. Oh, Leute, ist ein Schwert. Gewetzter alter Nordzwänder der sengenden Hitze. Die muss ich mitnehmen. Sorry, aber das ist ja... Was zur Hölle? Der Helm sah ja krass aus. Alter, ein draugrer Helm. Holy shit. Da will ich doch lieber das hier alles wegschmeißen. Ganz ehrlich. Ein traugrer Helm, krass. Okay. Fuß! Kann ich auch! Bam! So, nur dass du geiler fliegst als ich. Bei dem macht es sogar Sinn, weil der halt leichter ist als ich. Hier ist ein Schrei! Oh mein Gott! Sand, Zeit verlangsamen, jawohl! Nice! Das ist cool, das nehme ich sofort. Jetzt ist es noch krasser. Keine Ahnung, inwiefern, aber... Alter! Scheiße, meine ganze Magie ist weg. Oh. Fuß, Bruder! So, erstmal ein bisschen Zeit lassen hier wegen Magie und Paste nicht gesehen. So. Jetzt können wir wieder weiter kämpfen hier. Aua. Aua. Komm, ich hab's doch fast geschafft. Was sollten wir tun? Dort bleiben und mit dir zusammensterben? Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Einverstanden. Wir bleiben alle zusammen. Okay, da war doch aber gar keiner mehr. Mit wem hat er da gerade gesprochen? Lol. Ich weiß zwar nicht, wer das da ist in der Mitte, aber er scheint böse zu sein. Soll ich zu den Typen da auch hingehen, oder was? Ach, warte mal, das sind Gegner, ne?
Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Sind das Gegner? Ja, das sind Gegner. Okay. Sterblicher Dunkelkopf. Ja. Deine Zauber sind stärker. Warum hat der bitte einen orkischen Dolch? Warum bin ich jetzt so langsam? Scheiß Eiszauber wahrscheinlich, wa? Morokai. Aha. Ich glaube, ich sollte vorher nochmal speichern, ne? Das ist ganz gut so. Boost, Roda! Moment mal, Morokai hat doch so eine Maske, ne? Oh, der steht mir die Magie. Der Penner. Na, eigentlich habe ich noch ein paar Tränke. So. Komm, steh sie mir nochmal. Ich habe genug, um dich fertig zu machen. Ah! So. Tod ist tot, würde ich sagen. Jawohl. 100% schneller. Bam, weg mit dir. Und den Stab von Magnus. Hab's geschafft. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Maske besser ist. Alter, der Traugrem sieht schon geil aus. Muss man sagen. 50% Magie hat das schon sehr schön. 20% weniger Magika. Regeneriert sich schneller, finde ich immer besser. Ist einfach besser. Okay, wir haben es geschafft. Da ist auch eine kleine Belohnung, eine Truhe. Ah, na, ja, ja. Oh, Dremora-Fürst beschwören? Alter. Moment, das ist ja mal mega geil. Ey, Moment, was? So. Zack. Das muss ich sofort in die Favoritenliste machen. Das ist ja hart. Das ist bestimmt richtig Experte, ja, das war schon klar. Aber das ist geil. Ho, cool. Haben wir endlich mal einen Zauber gefunden? Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Lol. Ich wusste, das waren irgendwie seine Freunde. Die hat er selber wahrscheinlich gebannt, damit dieses Monster da nicht rauskommt. Okay, das ist heftig. Jeder hat wohl so eine kleine schwarze Hintergrundgeschichte. Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ankano hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ankano möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Nichts Persönliches. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Nur ein Kratzer. Ist das schon alles? Ehrlich gesagt, ja. Aber für dich reicht's ja anscheinend. Was ne Lusche. Okay. Dann war's das mit Skyrim Remastered für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gegen Ende hin noch. Spannung war auf jeden Fall auch für mich ein bisschen da. Oh, ich seh's. Meine. Gut, dann bis nächste Woche so Skyrim.
mal schauen, wie sich jetzt die ganze Story entwickelt. Vielleicht sind wir nächste Woche ja sogar schon durch. Mal gucken. Haut rein und ciao.